Gaddafi hat den Westen ausgeschmissen aus seinem Land. Er hat mit seinen Ölverkäufen Geld verdient und dieses Geld in sein Land gesteckt. Ich möchte jetzt ihn nicht hier hochleben lassen. Ich weiß, da gibt es auch viel Negatives zu sagen, aber ich möchte mal diese Geschichte erzählen. Er hat den Westen rausgeschmissen. Er hat das Geld genutzt, um Goldreserven anzuhäufen. Und er hat es genutzt, um seiner Bevölkerung kostenlose Bildung zu ermöglichen. Er hat es genutzt, um junge Familien massiv zu unterstützen. Er hat es genutzt, um einen riesigen sogenannten Man-Made River zu bauen. Eine riesige Pipeline, die von den unterirdischen Wasserreservaten unter der Sahara nach Libyen floss. Und Libyen wurde ein blühendes Land. Libyen hatte einen Nahrungsmittel- und Überschuss, was für Afrika relativ selten ist. Und mit den Goldreserven, die Muammar Gaddafi angehäuft hat, hat er den Plan entwickelt, wir machen einen Golddinar, eine goldgedeckte Währung für Afrika. Es ging dabei darum, frei zu kommen vom US-Dollar und vom französischen Kolonialfonds. Und er war kurz davor, diese Währung einzuführen. Die Afrikanische Union war dabei. Die fanden das großartig. Die hatten keine Lust mehr, abhängig zu sein vom IWF. Die hatten keine Lust mehr, dass die Leute in Burkina Faso schuften müssen und dass das Geld, das Burkina Faso verdient, zu 50% nach Frankreich fließt. Sie wollten sich davon befreien und es stand kurz davor, dass dieser Golddinar eingeführt wurde. Und was passierte? Im Jahre 2011 bombten NATO-Staaten Libyen zurück in die Steinzeit. Wir waren kurz vor einem Schritt zu afrikanischer Souveränität, zu einer wirksamen Bekämpfung von Fluchtursachen. Und die NATO hat es vernichtet. Und es sind dieselben Staaten, die uns jetzt erzählen, es ginge in diesem Krieg um die Souveränität der Ukraine. Aber lassen die USA überhaupt irgendeine Souveränität zu? In unserem Interesse war immer ein gutes Verhältnis zu Russland. In unserem Interesse war günstige Energie aus Russland. Immer schon, Bismarck hat gesagt, niemals Krieg mit Russland. Und es war immer im Interesse der USA, einen Keil zu treiben zwischen diese beiden Länder. Es war immer im Interesse der USA, und sie haben es ja oft genug gesagt. Friedman hat es in Chicago formuliert. Wir haben im 20. Jahrhundert sehr gute Arbeit geleistet, denn wir konnten diese beiden Länder auseinanderhalten. Wir konnten sie sogar dazu bringen, gegeneinander Krieg zu führen. Die europäischen Staaten haben kein Interesse an einem Krieg in Europa. Wir haben kein Interesse in einem Krieg in Europa. Und wer kämpft denn diesen Krieg? Die Ukraine werden massiv missbraucht. Werden missbraucht für angloamerikanische Interessen. Damit Amerika seinen Stützpunkt dort hat und damit Amerika Russland als Konkurrent für immer ausschaltet. Darum scheint es ja in diesem Krieg zu gehen. Und gut, es gibt Gründe zur Hoffnung, wie der Benny sie auch formuliert hat. Und ich sehe die auch. Die sind auch positiv. Aber ich sehe auch, dass da Interessen am Werk sind, die auf keinen Fall wollen, dass die USA diesen Krieg verliert. Dass sie meinen, sie können es sich nicht leisten, diesen Krieg zu verlieren. Und wer meint ihr, soll diesen Krieg denn dann kämpfen, wenn die Ukraine ausgeblutet ist? Denn der Verlauf dieses Krieges im Moment spricht wirklich nicht für einen Sieg der Ukraine. Im Gegenteil, die russische Armee ist auf dem Vormarsch, malmt sich durch das ukrainische Zentrum im Donbass.
Wenn sich die Kräfte durchsetzen, die meinen, man kann diesen Krieg sich nicht leisten zu verlieren, dann werden es europäische Bürger sein. Dann werden es unsere Väter und Söhne sein, die in den Krieg ziehen müssen. Nicht für unsere Interessen, sondern für die Interessen der angloamerikanischen Oligarchie. Nun gehen wir auf die Straße, liebe Mitstreiter, weil wir das nicht mehr wollen. Wir haben die Schnauze voll davon, ein Vasall der USA zu sein. Wir werden es nicht zulassen, dass unsere Väter und Söhne gegen Russland in den Krieg ziehen. Sehr gut, Beto! Wir treten ein für die Souveränität der europäischen Staaten. Wir treten ein für die Freiheit unserer Länder. Wir treten ein für die Freiheit von den USA. Wir treten ein dafür, dass wir uns nicht mehr gängeln lassen, wir keine Vasallen mehr sind. Die Welt muss multipolarer werden. Unsere Wirtschaft ist nicht dazu da, die Insolvenz der USA hinauszuzögern. Und unsere Söhne und Väter sind nicht dazu da, für die USA zu sterben. Ich danke euch, dass ihr heute alle da seid, hier am Rotkreuzplatz, und ich freue mich, mit euch durch Neuhausen zu ziehen. Eine Sache, die ich wirklich gern erwähnen wollte. Vor wenigen Tagen, vor 75 Jahren, ist Mahatma Gandhi ermordet worden von einem fanatischen hinduistischen Nationalisten. Mahatma Gandhi wollte seine friedliche Bewegung auch lagerübergreifend machen. Damals war lagerübergreifend hinduistisch und muslimisch. Und er hat es leider nicht bis zum letzten Erfolg geschafft, aber er hat so viel geschafft. Und ich habe es am 15.12.21 gesagt, ich orientiere mich ganz klar an Jesus, Mahatma Gandhi und Martin Luther King. Und Mahatma Gandhi hat es geschafft, dass Millionen friedlich auf die Straße gegangen sind und sich keiner Provokation sich durch Provokationen nicht haben abhalten lassen, nicht provozieren haben lassen. Und wir versuchen dort weiter anzusetzen, die Inspiration von solchen Leuten, die schwebt immer noch und sie ist nicht hochzukriegen. Der menschliche Geist strebt nach Wahrheit, Gerechtigkeit und Freiheit. Es wurde gerade gesagt, dass es vielleicht nicht ganz klar ist, wen ich meine mit der angloamerikanischen Oligarchie. Ich meine damit diejenigen, die verdienen an diesem Krieg, diejenigen, die die Rüstungskonzerne besitzen, diejenigen, die sich das Land in der Ukraine, das die wertvolle schwarze Erde gekauft haben, unter den Nagel gerissen haben. Das sind wiederum amerikanische Konzerne. Wir reden immer ganz gerne von russischer Oligarchie, aber die westliche Oligarchie ist noch um einiges mächtiger. Sie tarnen sich nur besser. Sie tarnen sich gerne als Philanthropen. Und sie tun gerne so, als würden sie menschliche Werte verkörpern. Sie haben gelernt, damit umzugehen. Sie haben gelernt, auf dieser Klaviatur zu spielen. Und sie sind um keinen Deut besser als die anderen Oligarchen. Unsere Republik ist als Demokratie sehr dysfunktional, zumindest geworden. Aber ich glaube ganz fest an Demokratie. Und Demokratie funktioniert, wenn wir uns eben themenbezogen zusammentun und nicht lagerbezogen. Deshalb ist das Lagerübergreifende so unglaublich wichtig. Themenbezogen zusammentun. Und ich habe auch kein Problem damit, mich mit jemandem zusammenzutun bei einem Thema, mit dem ich bei einem anderen Thema spinnefeind war. Weil wenn wir dann ein Thema haben, wo wir gemeinsam für streiten, dann streiten wir dafür und dann kämpfen wir für das, was wir gemeinsam als das Gute sehen, auch wenn wir bei anderen Themen völlig unterschiedlicher Ansicht sind. Und zwar habe ich noch einen Artikel gelesen und der hat eine ganz interessante Stelle gehabt. Der hat die Stelle gehabt,
wo behauptet wurde im Artikel, sie wollen uns reinreden, die größte Bedrohung ist ein russischer Sieg. Und genau das wollen sie uns einreden. Und ich denke, da sollten wir ernsthaft drüber nachdenken. Denn wirklich der russische Sieg die größte Bedrohung ist, dann heißt das, man geht sicher davon aus, dass die Russen als nächstes an den Rhein vormarschieren und dann über den Rhein versuchen, an die Atlantikküste überzusetzen. Meiner Meinung nach ist das eine völlig abwegige Behauptung. Meiner Meinung nach hat Putin nicht ansatzweise die militärischen Ressourcen, das zu machen, aber es funktioniert gut, um den Leuten Angst zu machen. Ich möchte den Leuten nicht sagen, dass ich sicher weiß, dass ihre Angst unbegründet ist. Aber eins möchte ich mit Sicherheit sagen. Ich weiß, was aus Angst schon für viele schlimme, schlimme Sachen in der Menschheitsgeschichte passiert sind. Und deswegen möchte ich grundsätzlich jedem sagen, habt nicht zu viel Angst. Es könnte gut sein, dass es gut ausgeht. Ich möchte die Gegenfrage stellen, ist vielleicht die größte Bedrohung ein Sieg des Westens gegen Russland, weil Russland diesen Sieg nicht akzeptieren wird, weil Russland die letzte Karte ziehen wird. Und deswegen kann man fast sagen, dass die Atomwaffen vielleicht einen positiven Aspekt in der Menschheit hervorgerufen haben, nämlich dass wir akzeptiert haben, dass wir nicht jemand auf der anderen Seite bis zur existenziellen Bedrohung bedrohen können, sondern dass wir versuchen, vorher aufzuhören. Atomwaffen haben uns gesagt, wir müssen verhandeln. Es gibt keine Alternative dazu. Liebe Frau Merkel, lieber Herr Scholz, hören Sie auf das, was Frau Merkel damals im völlig falschen Zusammenhang gesagt hat. Hier ist der Zusammenhang richtig. Es ist alternativlos. Meiner Meinung nach ist die größte Bedrohung ein völliger Sieg des Westens, auf den Russland dann mit Atomwaffen reagiert. Versuchen wir es zu verhindern. Wir haben es in der Hand. Am 18.02. um 13 Uhr am Königsplatz. Kommt alle, ihr lieben Leute außenrum. Frieden ist wichtig genug. 18.02. 13 Uhr, Königsplatz, lassen wir die Kriegstreiber von der Münchner Sicherheitskonferenz nicht unwidersprochen. Danke, dass ihr eure Stimme erhebt. Ich will eigentlich nur noch eins sagen, in diesem ganzen Diskurs und dieser ganzen Zusammenarbeit, die wir eigentlich angestrebt haben mit dem bereits bestehenden Anti-SIPO-Bündnis, ist mir halt einfach aufgefallen, dass sich wirklich in so einer Situation, in der wir uns befinden, gibt es immer noch Menschen, die sich anmaßen zu sagen, sie haben zu bestimmen, wer gegen den Krieg auf die Straße gehen kann. Ja? Und das finde ich einfach, ich finde eigentlich gar keine Worte dafür, ich finde das absolut desaströs, wenn jemand hingeht und sagt, ich bin der, der auf die Straße gehen kann gegen Krieg und für Frieden und die anderen nicht, weil die sind rechts oder die haben einen roten Hut auf oder was auch immer. Das sind ja absurdeste Vorwürfe, die wir und andere sich gefallen lassen müssen. Und das ist eigentlich auch wiederum ein Aspekt, warum wir seit 2 Jahren auf die Straße gehen, um eben diesen offenen Diskurs zu leben und zu fordern und die Menschen eigentlich mal wieder zusammenzubringen. Die sind so dermaßen verkopft und in ihrer eigenen Welt gefangen, diese Menschen, dass sie nicht einmal bereit sind, mit anderen Menschen zusammen für Frieden auf die Straße zu gehen. Umso wichtiger ist es, dass wir ihnen zeigen, wie viel Menschen wir am 18.02. mobilisieren und auf die Straße bringen können. Und da seid ihr alle gefragt. Ja? Jeder bringt einfach nochmal einen mit und dann sind wir richtig viele an dem Samstag. Und dann kann auch eigentlich die Presse nicht mehr sagen, die Skeptiker und die Querdenker oder was auch immer gehen auf die Straße, sondern da gehen einfach Menschen auf die Straße für Frieden und gegen Krieg. Da kann doch keiner noch irgendwas Negatives behaupten. Ja, also wenn sie das dann auch noch schaffen, uns zu diskreditieren, ja, dann wissen wir aber wirklich genau, wo wir stehen. Und das gibt mir wiederum dann noch mehr Kraft, weiterhin auf die Straße zu gehen. Weil irgendwann muss das Ganze doch mal ein Ende haben. Wir dürfen uns nicht unterkriegen lassen.
in keinster Weise. Wiederum positiv zu bemerken ist, dass aus diesen Gruppierungen auch Menschen hervortreten, die sagten, irgendwas ist die letzten 2 Jahre schiefgegangen. Aber ich merke, irgendwas passt da nicht. Und die wachen langsam auf. Es sind nur ein kleiner Teil, aber selbst dieser kleine Teil kann dann auch wieder was bewegen. Das wissen wir. Wir haben auch kleine angefangen. Ja? Und das ist das, was mir momentan noch die Hoffnung gibt oder immer wieder gibt und sagt, es ist richtig, was wir tun. Und wir sind nicht nur klein, klein, sondern wir werden wirklich groß. Und wir bewegen was und wir kriegen auch die anderen dazu, wirklich nachzudenken. Es ist wirklich so. Ja? Es gibt viele, die enttäuscht sind, die nicht mehr kommen, die zu Hause sitzen, krank sind oder enttäuscht. Aber die werden auch wieder kommen, wenn sie sehen, hey, die sind ja immer noch auf der Straße. Und jetzt sind es wieder 10.000, dann kommen die auch wieder. Und dann bringen wir das Ganze wieder ins Rollen. Und das wollte ich euch einfach nur noch mal mitgeben. Ja, immer das Positive sehen. Ja, wir beschäftigen uns unfassbar viel mit negativen Dingen, aber wir müssen das Positive sehen und auch das, was wir bewirken und bewirken werden. Ja. Das ist halt auch wiederum eine Schwäche dieser ganzen linken Bewegung, die man auch wirklich zum Vorwurf machen kann. Wo war diese oppositionelle Kraft die letzten 2 Jahre? Sie war nicht da. Und das ist einfach, da können die auch nichts mehr sagen. Ne? Die haben sich versteckt vor, die einen hatten vielleicht den Grund, ich hatte Angst. Oder sie benutzen halt das eben, ja, man kann ja nicht für etwas auf die Straße gehen, wo eben Rechtsradikale auf die Straße gehen. Ne? Also das ist halt diese Keule, hat gewirkt bei vielen. Aber ich denke, beim Thema Frieden, da können die irgendwann, kommen sie nicht mehr raus und sagen, das Ziel muss sein, die maximale Anzahl an Menschen auf die Straße zu bekommen. Und wir sind einfach alle Menschen. Egal, welche Partei wir wählen oder was wir privat machen, wir sind Menschen. Und am 18.02. stehen wir alle als Menschen da und fordern einfach nur eine Sache. Frieden und keinen Krieg. Ja? Beenden und stoppen des Kriegs. Fertig. Und das wird doch wohl möglich sein. Es ist unglaublich kompliziert, aber wir schaffen das. Und umso dankbarer bin ich auch den ganzen Jungs wie Benny und Melchior und diesen anderen Menschen, die wir jetzt in diesem Bündnis für den 18.02. gefunden haben. Es ist unglaublich, was die für eine Energie haben und was die im Hintergrund alles bewegen. Also es muss uns wirklich allen bewusst sein, das passiert alles im Hintergrund. Ja? Auch das Team von MSA, die machen im Hintergrund unglaublich viel und es ist... Das hält uns auf der Straße, ja. Das ist so. Jeder tut seinen Teil dazu und da kann man nicht oft genug Dankeschön sagen. So, das Team von der Mahnwache für Freiheit für Julian Assange macht auch tolle Arbeit. Am 5.02. nächsten Sonntag, 14 Uhr bis 16 Uhr am Odeonsplatz. Julian Assange hat es gesagt, wenn Frieden durch Lügen begonnen werden kann, dann kann Wahrheit frei. Frieden, wenn Krieg durch Lüge begonnen werden kann, dann kann Frieden durch Wahrheit begonnen werden. 5.02. 14 bis 16 Uhr, die uns Platz für Julian Assange. Danke euch. Das Wichtige ist, auch in dieser Situation die Schnittmengen zu finden und zusammenzuarbeiten. Ja? Und diese Leute, die uns kritisieren, die sollten sich einfach mal an ihre eigenen ideologischen Kernpunkte fassen, also eigentlich an die eigene Nase fassen, weil die das alles kritisieren seit Jahrzehnten, ja, und uns jetzt dafür kritisieren, dass wir auf die Straße gehen. Ja, und das geht eigentlich nicht. Ja, wo alle das Gleiche denken, denkt irgendwann gar keiner mehr und das darf nicht sein. Und deswegen dürfen wir uns auch das Recht nicht nehmen lassen, auf die Straße zu gehen und zu protestieren, auch wenn wir manchmal Kritik bekommen, dass wir zu nachgiebig sind und uns zu sehr an die Regeln halten würden oder sowas. Ja, also wir dürfen uns das Recht nicht nehmen lassen zu protestieren. Ich habe zum Beispiel mir von der SZ anhören müssen, dass ich eine Agenda hätte und dass ich eine rechte Agenda hätte, weil ich zum Beispiel mich bei den Abgeordneten der AfD und der Linken und einem Abgeordneten von der SPD dafür bedankt habe, dass sie im Europaparlament
für die Öffnung von Nord Stream gestimmt haben. Und es ist eben ein sehr deutliches Zeichen, wie dort unsere Medien arbeiten. Die haben da dann gesagt, ich hätte mich bei der AfD und bei den Linken bedankt. Sie haben natürlich völlig ausgelassen, dass ich mich auch bei dem einen SPD-Abgeordneten bedankt habe. Ich habe mich nicht bei den Parteien bedankt. Ich habe mich bei den Menschen bedankt. Und diese Menschen machen bestimmt auch mal Fehler und sie treffen auch falsche Entscheidungen. Aber Menschen kann man beurteilen. Bei Parteien, da weiß man nie, wie der Wind bald weht. Wir sollten uns alle mehr auf Menschen verlassen und weniger auf Parteien. Und deswegen kann ich der SZ ganz klar sagen, sie haben mich dann völlig falsch zitiert. Ich habe mich bei den Menschen bedankt und nicht bei den Parteien. Und ich möchte zu diesem Lagerübergreifenden noch kurz sagen, wir sollten uns nicht auf Parteien verlassen. Ich habe mich dort bei den Abgeordneten der AfD bedankt, aber gleichzeitig habe ich es auch beim Anfang vom Zug gesagt, die AfD hat auch noch die Forderung im Programm, dass die Wehrpflicht wieder eingeführt wird. Und da bin ich ganz klar dagegen. Deswegen bin ich nicht für Parteien, ich bin für Menschen und ich bin vor allem für Prinzipien. Und danke. Und an Prinzipien kann man sich orientieren, an Prinzipien kann man sich nachhaltig orientieren, an Parteien kann man sich nicht nachhaltig orientieren. Deswegen hat Gandhi eine nachhaltige Bewegung geschaffen, nicht mit einer Partei, sondern mit dem Prinzip des friedlichen Widerstandes. Und wir haben dieses Prinzip wieder aufgegriffen und wir haben es konsequent lagerübergreifend aufgegriffen. Und deswegen wollte ich noch mal der SZ ins Stammbuch schreiben, versucht zu lernen, was lagerübergreifend bedeutet. Ich weiß, ihr habt es verlernt. Wir wollen es euch gerne wieder beibringen. Und dann werde ich auch gelegentlich mal kritisiert, wenn ich mich bei irgendjemandem bedanke. Ich habe dann auch vor ein paar Wochen gesagt, vielen Dank, Herr Macron, dass er sich für Verhandlungen eingesetzt hat. Das hat er damals gemacht. Ich habe ihm damals nicht geglaubt, dass er sich an Prinzipien orientiert. Und ich habe jetzt auch wieder den Beleg dafür. Macron ist jetzt für die Lieferung von Kampfflugzeugen. Schande, Herr Macron, Schande. Aber ich habe kein schlechtes Gefühl deswegen, dass ich mich damals bei ihm bedankt habe. Ich habe mich damals für das Prinzip bedankt, für das er sich dort kurz geäußert hat. Und ich bin davon ausgegangen, dass er das Prinzip nicht beibehält. Aber wir können Leuten den Rücken stärken, die vielleicht noch das Prinzip in sich tragen. Ich weiß nicht, ob Sachsens Ministerpräsident Kretschmer zu diesen Leuten gehört. Ich weiß aber, dass er jetzt die Reparatur von Nord Stream 1 fordert und da möchte ich ihn ganz herzlich für bedanken und ihn darin unterstützen. Und ich möchte dort auch sagen, ich glaube nicht, dass es ums Prinzip geht, ich glaube, dass es darum geht, dass in Sachsen zu viel friedlicher Widerstand geleistet wird und ich würde mir wünschen, dass in München auch so viel friedlicher Widerstand geleistet wird. Vielleicht würde dann auch Herr Söder die Reparatur von Nord Stream 1 fordern. Und ich wäre ganz klar dafür, auch wenn er vorher natürlich viel Mist gemacht hat. Ich bedanke mich immer wieder gerne bei jemandem, der irgendwann das Richtige gemacht hat. Und ich habe die Hoffnung, dass er das Prinzip eingesehen hat. Und wenn er das Prinzip nicht eingesehen hat, dann gehen wir eben konsequent weiter für das Prinzip auf die Straße. Vielen, vielen Dank, dass ihr konsequent für Prinzipien auf die Straße geht. Das kann nachhaltige Veränderung fördern. Er hat davor auch einen Post, einen schönen gemacht über den Yuval Noah Harari. Und ich komme eben nicht ganz weg von dem Ursprungsthema. Er hat dann gesagt, ihr habt das alles gesehen, der Yuval Noah Harari hat gesagt, es ist jetzt die Zeit, dass die Überwachung auch unter die Haut gehen muss.
diese digitale Gesundheitsüberwachung ist nicht da, wo Yuval Noah Harari sie am liebsten gehabt hätte. Und Yuval Noah Harari ist ein wunderbares Beispiel für intellektuellen Elitismus. Und intellektueller Elitismus ist ein Problem für Demokratie. Und intellektueller Elitismus ist ein ganz zentraler Ursprung so vieler Probleme, mit denen wir uns im Moment rumschlagen müssen. Und deswegen komme ich nicht drum rum. Ich möchte einen Artikel in Newsweek euch kurz ans Herz legen. Den hat Kevin Bass geschrieben, ein Arzt und Wissenschaftler. Und der Überschrift ist: Es ist Zeit, dass die Wissenschaftsgemeinde zugibt, dass wir falsch lagen und dass das Leben gekostet hat. Und Newsweek ist natürlich eine besondere Publikation. Da hätte man das als letztes erwartet. Und ich möchte damit nur nochmal stärken, was der Melcher auch geschrieben hat. Wir haben dort einen großen Sieg erreicht und wir haben diesen Sieg mit lagerübergreifendem Denken und Handeln erreicht. Und das kommt dann am Schluss von diesem Artikel, finde ich, auch nochmal zum Ausdruck. Am Schluss heißt es, um diese Probleme, die wir jetzt hier in dem Artikel beschrieben haben, die wir haben mittlerweile, um diese Probleme nachhaltig lösen zu können, braucht es eine stärkere Bekenntnis zu Pluralismus und Toleranz in unseren Institutionen und ich möchte anfügen, in unserer gesamten Gesellschaft. Und genau dafür gehen wir auf die Straße und das Gegenteil, und er schreibt dann weiter, intellektueller Elitismus muss ein Ende finden. Die Wiederherstellung des Vertrauens in unser Gesundheitswesen und unsere Demokratie hängt davon ab. Ja, das Vertrauen in unsere Demokratie hängt davon ab, dass wir den intellektuellen Elitismus beenden und wieder Meinungsfreiheit und Egalitarismus, was Meinungen angeht, etablieren. Und natürlich heißt das, wenn jemand eine etwas ungebildetere Meinung hat, dann kann er die trotzdem äußern. Und wir dürfen nicht in diesem Schubladendenken den Leuten die Meinung verbieten, die sie vielleicht nicht mehr so fein ziseliert äußern können, dass sie dann meinen, da halte ich halt einfach meinen Mund. Das ist der Untergang einer pluralistischen, gelebten Demokratie. Und deswegen ist es für mich auch immer weiter inspirierend zu sehen, wie diese weltweite Bürgerrechtsbewegung, von der ich immer geredet habe, weiter voranschreitet. Und da möchte ich nur noch ganz kurz erwähnen, Professor Dr. Suchari Bhakti hat Kontakte zum thailändischen Königshaus geschlossen und die arbeiten dort an was. Und Shabnam Palesa Mohammed, die im August letzten Jahres am Friedensengel bei uns zu uns gesprochen hat, die war im südafrikanischen Fernsehen und hat dort auch höchst interessante Sachen zu der gesagt. Und das ist die gelebte weltweite Bürgerrechtsbewegung, die wir eben möglichst auch noch zu einer weltweiten gelebten Friedensbewegung machen wollen, weil im Moment für uns der Frieden natürlich so ein brennendes Thema ist. Der Krieg ist direkt vor unserer Haustür und wir haben verschiedene Ansichten darüber, wie man damit umgehen sollte. Und ich möchte nicht unterschlagen, dass wir hier jetzt eine Ukrainerin hatten, die sehr aufgebracht, aber vernünftig und respektvoll mit uns diskutiert hat. Und wir wollen diesen respektvollen Diskurs fördern. Wir wollen natürlich keine Meinungen ausschließen. Und ich bitte natürlich euch alle auch, dass ihr im Diskurs respektvoll bleibt. Wir wissen nicht, was der andere für emotionale Investitionen schon hat, wenn jemand seinen Sohn an einen russischen Soldaten verloren hat, dann kann er natürlich nicht mehr besonders objektiv diskutieren und das müssen wir einfach auch mit einbeziehen. Und deswegen versuche ich auch immer ein bisschen weniger eskalatorisch zu reden. Und natürlich kann man im Moment sehr viel Sorgen haben. Ich persönlich muss einfach sagen, ich habe im Moment nicht so viele Sorgen. Und ein Grund dafür ist, dass ich zum Beispiel sowas gelesen habe wie von der RAND Corporation. Ich weiß nicht, wie viele von euch die RAND Corporation kennen. Das ist eine Denkfabrik aus Amerika. Das ist die Kriegsdenkfabrik in Amerika. Die haben noch keinen Krieg gesehen, den die nicht gut fanden.
Ich beobachte die schon lange und das ist kontinuierlich bei denen so. Und die haben jetzt ein Papier rausgegeben, in dem sie sagen, es ist nicht im amerikanischen Interesse, einen längeren Krieg gegen Russland in der Ukraine zu führen. Und sie sagen dort so Sachen wie, dass es durchaus möglich ist, dass die militärische Unterstützung, die wir im Moment leisten, dass wir die nicht dauerhaft aufrechterhalten können. Und da komme ich zurück zu dem Thema, was ich letzte Woche gesagt habe. In unserem öffentlich-rechtlichen Fernsehen haben wir letzte Woche einen Major oder Oberst oder irgendjemand von der Bundeswehr gesehen, der gesagt hat, eigentlich brauchen wir in Deutschland Kriegswirtschaft. Und wir gehen auf die Straße, um zu sagen, das darf niemals sein. In Deutschland muss es Friedenswirtschaft geben. Kommt nächste Woche an den Odeonsplatz, nächsten Mittwoch, 7. Februar, 18 Uhr, Odeonsplatz. Bringt wieder Leute mit. Wir zeigen nächste Woche der Innenstadt mal wieder, was München steht auf drauf. Danke euch allen. Straße zu gehen und kommt am 18. Februar um 13 Uhr zum Königsplatz zur großen Friedensdemonstration, wenn sich die NATO-Kriegstreiber von der sogenannten Sicherheitskonferenz in München treffen, dann setzen wir ein Zeichen dagegen. Wir machen am 18. Februar um 13 Uhr eine große Friedensdemonstration. Kommt her vorbei.